Sup, moin Leute, Van Uri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs an diesem wunderschönen, feuchtwarmen Tag mit Scheiß Cyborg in der IS-7. Ja. Und wir sehen hier etwas, was man nicht unbedingt üblicherweise sieht. Die IS-7 auf der östlichen Flanke, östlich-südliche Flanke, auf dieser Karte hier. Mal gucken, was er so vorhat. Also ich persönlich hätte den Standardweg eingeschlagen mit meiner IS-7 und wäre entsprechend in die Stadt reingefahren. Wiederum andererseits kann ich auch durchaus verstehen, warum er hier lang fährt, weil hier unten nämlich außer ihm, dem Pershing und dem T-34, wie es aussieht, keine Sau ist. Die Medium-Panzer aus seinem Team haben entschieden, screw you guys, I'm going home. Und das ist natürlich etwas, was man nicht sehr gerne sieht. Der Emil 2. Pull down. In einer Position. Ja. Nein. Da durchzukommen dürfte schwierig werden. Ah. Ja. T-92. Die Artillerie, die genaue. Hat aber auch perfekt sich halt hingestellt, um ihr noch eine mögliche Angriffsfläche zu geben. Aber naja, damit muss man teilweise auch rechnen, wenn man hier runterkommt. Das ist halt mehr oder weniger Priorität für die Artillerie. Weil hier normalerweise die Medium-Panzer durchrushen. Auf der einen oder entsprechend halt auf der anderen Seite. Und dass die Arti dann entsprechend hier hinzielt, ist eigentlich logisch. Weil in der Stadt trifft man nicht wirklich irgendwas mit der Arti. Außer natürlich, man hat mehr Luck als alles andere. Der TVP. Ja, der hat einen Schuss auf jeden Fall reingekriegt. Allerdings hat er auch die Retourkutsche dazu entsprechend bekommen. Das dürfte dann nochmal T92 gewesen sein. Er muss hier wirklich vorsichtig sein. Die Artillerie wird ihn über die Zeit hinweg locker flockig runterkriegen. Allerdings, wenn er weiterhin so Snapshots reinsetzt in den Emil 2, dann könnte das sehr, sehr schnell für den Gegner relativ böse werden. Wäre doch eigentlich eine ganz schöne Sache. Das eigene Team muss sich natürlich mit dem EA-100 entsprechend in der Stadt rumschlagen. Aber wie gesagt, wenn er weiterhin solche Schüsse trifft mit der IS-7, warum nicht, ne? Das wäre wirklich schon ein sehr großzügiger Treffer gewesen von Wargaming. Aber wunderbar hat er dann noch Schaden gekriegt auf die Artillerie. Versucht er durch die Seite vom Turm vom Emil 2 durchzukommen, aber der war noch ein bisschen zu sehr gewinkelt. Während hier natürlich um ihn herum langsam aber sicher so die Leute ein bisschen wegstecken. Ne? Schuss ging nicht durch. Hat er wahrscheinlich noch die obere Wanne getroffen. Leider, schade. Die Gegner merken langsam, dass hier nicht allzu viel ist, bis auf die E7 und die zwei Kollegen, die er da unten noch hat. Aber, naja. Solange er hier relativ gut hold down steht und die Gegner nicht alle auf einen Schlag rüberkommen, sondern wirklich einer nach dem anderen, ist es eigentlich nicht unbedingt so ein großes Problem. 1-7 Schaden. Versucht hier rüber zu kommen, um auf den Striezelwagen da unten drauf zu kommen. Er geht hier auch auf. Versucht die Kanonen entsprechend runterzukriegen. Abpraller am Turm, weil die Leute glauben, sie kommen da durch. Und nur der TVP schafft es, da auch wirklich Schaden zu machen. Wie es aussieht, hat er sich da ja oben an den Bahnschienen entsprechend halt ihn bewegt. Schade. Nicht ganz. Nicht ganz. Und das eigene Team schmilzt auch in der Stadt so ein ganz kleines bisschen weg. Die brauchen da wirklich Unterstützung. Und da muss er jetzt einfach mal einen Schuss treffen. Genau so muss das sein. Sehr schön da entsprechend reingesetzt. Abpraller vom Löwen. Wunderbare Sache. Kann man sich eigentlich gar nicht drüber beschweren. Und ja, den muss er nicht nehmen, da kommt er nicht durch das Türmchen. Hold down sehr, sehr stark. Schuss vom Löwen kassiert. Den Schuss natürlich zurückgegeben, aber er kriegt langsam Probleme mit den Lebenspunkten. Der Emil kann ihn rausklippen, gar keine Frage. Und auch der TVP könnte ihn theoretisch rausklippen, wenn er denn wollte. Auch wenn der Löwe diesmal abgeprallt ist, ist es natürlich schwierig für ihn, hier irgendwas zu machen. Der TVP will, dass er hochkommt. Er will, dass er
sich zeigt. Und zwar vor allen Dingen dem Emil, aber auch dem Löwen. Entsprechend natürlich von hier versucht, irgendwie auf ihn drauf zu kommen. Nochmal 445 Schaden auf den TVP da drauf. Und das hier sollte jetzt eigentlich relativ wichtig sein, dass er den da rausnimmt. Wunderbar. Schönen Schuss da gesetzt. Von hinten noch einen Schuss von der Bedshed kassiert von seinem eigenen Kollegen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wenn ich das richtig gesehen habe, nur gelber Schaden, also hat es irgendein Modul gefressen. Wunderbarer Schuss da, während er drei gleichzeitig als Abpraller kassiert. So muss das sein. So gehört sich das. Und jetzt kann er sich eigentlich hier unten so ein bisschen ausruhen. Sollte man meinen. Da könnte er eventuell noch ein bisschen Unterstützung kriegen von der eigenen Artillerie. Die sollte jetzt zumindest drauf schießen. Wollen auch. Das ist der TVP, der natürlich voll nachgeladen hat. Aber die Nachladezeit von dem Ding hier ist nun mal nicht schlecht und die Frontalpanzerung ist auch sehr, sehr gut. Der Löwe durchschlägt die T-92, macht nochmal Schaden. Er hat nur noch 6 Lebenspunkte nach dem Feuer. Aber das dürfte sich jetzt eigentlich ganz gut anfühlen, hier den Löwen da schön beschießen zu können, ohne selber in die Unterwanne getroffen zu werden. So gehört sich das, so muss das eigentlich sein. So will man das. Eine schöne Hold-Down-Position, wunderbar in die Seite reingeschossen da von dem Löwen. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Stridswagen? Der R100 ist oben. Der Stridswagen könnte noch in der Mitte sein. Aber allzu lange darf er ja auch nicht stehen bleiben. Er muss eigentlich die Artillerie rausnehmen vielleicht. Oder zurückfahren, um dem Jagdtiger zu helfen. Da ist die Artillerie gewesen. Das bedeutet, er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr offen. Kann also den Rückwärtsgang einlegen und zurückfahren. Die Gegner werden vielleicht denken, dass er immer noch geradeaus fährt, weiter entsprechend darum. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Er versucht jetzt hier vielleicht irgendwas aufzumachen oder selber aufzugehen, um halt bestimmen zu können, dass ein Gegner da ist. Dafür ist der 6. Sinn ja immerhin da. Macht allerdings nichts auf, wird auch nicht aufgemacht, was eventuell heißt, dass der Stridswagen immer noch genau dort sitzt und vielleicht jetzt runterguckt oder schaut, dass er vielleicht hier irgendwie einen Schuss in die Seite von Schei reinbekommt. Nein, anscheinend nicht. Er geht auf den Jagdtiger rauf. Der Jagdtiger schafft es wunderbar, da den Stridswagen rauszunehmen, sich selbst zu verteidigen. Und jetzt heißt es Jagdpanzer, Jagdtiger und IS-7 mit Artillerie gegen R-100 mit Artillerie. Und das in der Stadt. Das heißt quasi, die Artis haben da nicht unbedingt so den großen Vorteil. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn der E-100 mit einer HE schießt, dann war es das eigentlich mit dem ersten Schuss mit Schei. Er muss Peekaboo spielen mit dem E-100. Schei sagt es auch im Chat, ist es ziemlich hart, das jetzt noch zu gewinnen. Die T-92 kann ihn einfach nur splashen, muss ihn einfach nur splashen und der E-100 müsste ihn eigentlich nur mit einer HE-Kugel treffen. Und alles ist vorbei. Auf einen Schlag. Was er jetzt machen wird, ist nice Bushwork. Erster Schuss auf jeden Fall nicht getroffen, aber die Arti hat es geschafft, ihn in seiner Position erstmal zu halten. Er muss hier gucken, dass er den E-100 entsprechend wieder aufmacht, gucken, dass er da entsprechend auch gut zielt. Wunderbarer Schuss, exzellente Arbeit mit dem Busch, den er hier hat. Ich wäre wahrscheinlich schon 50 Mal aufgegangen, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aber anscheinend hat Schei hier alles richtig gemacht. Nimmt da den E-100 raus. Ist er aufgegangen? Nein. Erstklassig. Wunderbar. Double Bush OP, ja. So ist es nun mal. Ah, wunderbar. Das sollte jetzt eigentlich kein großes Problem sein, jetzt noch die Arti hier entsprechend zu finden. Wir skippen mal ein bisschen was vor und legen mal einen kleinen Zahn zu. Sollte eigentlich in der üblichen Position sitzen, da ist sie. Und genau reinzielen. Puff. Hat's gemacht am Ende.
Eine sehr, sehr schöne Runde gegen mehrere Gegner. Natürlich mit ein bisschen Backup hinten drin, aber der war nicht ganz so extrem nützlich. Was sehr nützlich war, war der Typ 4, wie es aussieht, und der Jagdtiger. Genauso wie der Tiger 2, der als 7er noch zwei Gegner rausgenommen hat. Bedshed und T10 auch jeweils einen. Ja, und 6 Kills kann man sich auf jeden Fall nicht. Also muss man sich gar nicht erst verstecken. Wir schauen uns mal die Endstats dazu an. Mit der ersten Klasse kommt die erste Gunmark, die erste Markierung auf der Kanone anscheinend direkt mit dem Spartaner, Stahlwand, Großkaliber und natürlich dem Krieger bei 6 Kills. Fast 6000 Schaden hat er gemacht. 1333 Standard-Erfahrungspunkte. Man sieht es hier schon, wie dann langsam aber sicher nach unten hin die Schadenspunkte hier ziemlich abnehmen. Der Gegner, der hat ja auch mit dem EA-100 vor allen Dingen einen sehr, sehr starken Spieler drin gehabt. Aber am Ende war dann halt doch das eigene Team und Shai entsprechend besser. Von den 22 Schüssen, die er abgegeben hat, haben 18 getroffen, 15 davon sind durchgegangen. Die Durchschlagskraft von der E7 ist nun mal nicht unbedingt die beste auf der Tierstufe. Da muss man das ein oder andere Mal durchaus an die Premium-Munition ran oder wahlweise an die HE. Wenn man sowas wie einen Stritzwagen zum Beispiel vor sich hat, da kann man vielleicht mal HE drauf schießen, wenn man die Seite von dem Ding hat. Kann man da durchaus ziemlich viel Schaden anrichten. Nochmal fast 3000 Unterstützungsschaden und 28.000 Silber plus mit dem Premium-Account. Der hat hier immerhin einiges noch, oder zumindest ein bisschen was an Premium-Munition verschossen. Und durch doppelte Erfahrung glatte 4000 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keine glatten Erfahrungspunkte gesehen. Zumindest nicht im Tausender-Bereich. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde. Und wenn es dir gefallen hat, einfach ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn du eine richtig geile Runde hattest, dann schickst du mir doch einfach zu. Alles, was du dafür tun musst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, standardmäßig auf den Link zu www.replays.com klicken. www.replays.com, damit ich es auch wirklich ausspreche. Dein Replay entsprechend hochladen und mir den Link dazu anschließend in der Videobeschreibung dann per E-Mail schicken. Oder wahlweise könnt ihr auf den Link zum Discord klicken und es mir da per PN zukommen lassen. Das geht auch. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.